Vor 4 Jahren feierte Dishonored eine markante Premiere. Die Arkane Studios inszenierten Stealth-Action mit flotten Teleports in einer malerischen Steampunk-Welt. Dort kämpfte ein Leibwächter um seinen guten Ruf sowie das Kaiserreich. Wie geht es ihm nach 15 Jahren im zweiten Teil? Corvo Atano kann stolz sein. Der leicht ergraute Leibwächter hat nicht nur seinen Ruf und das Reich gerettet, seine Tochter Emily sitzt mittlerweile auf dem Thron. Wie aus dem Nichts erscheint ihre mysteriöse Tante in Schwarz, gibt sich als Schwester der verstorbenen Kaiserin aus, bevor sie ihre arkane Macht entfesselt. Vater und Tochter haben kaum Zeit, sich über den zornigen Familienzuwachs zu wundern oder sich zu fragen, wie diese bewaffnete Delegation überhaupt in den Thronsaal kommen konnte, denn sie sind in 0, nichts entmachtet. Aber einer von beiden bekommt eine Chance. Wen wollt ihr spielen? Corvo Atano oder Emily? Der Einstieg in dieses Dishonored 2 ist zwar turbulent, aber für die Identifikation nicht besonders hilfreich. Man hat kaum Zeit, sich mit den beiden Charakteren zu beschäftigen und vor allem die unbekannte Emily näher kennenzulernen. Immerhin werden alle Fragen um die auf den ersten Blick viel zu leichte Machtübernahme über 9 Kapitel ausführlich beantwortet. Egal, ob man den Leibwächter oder seine Tochter spielt, beide können entweder subtil oder brachial vorgehen. Und zwar im fließenden Wechsel vom lautlosen Schleichen bis hin zu explosiven Gefechten mit Feuerwaffen und Handgranaten. Es ist dennoch möglich, das Abenteuer ohne einen Toten oder etwas martialischer als mordender, aber unentdeckter Geist zu meistern. Man kann aber auch rachgierigen Terror entfachen und seinen Weg mit Leichen pflastern. Offener Nah- und Fernkampf sind zwar unterhaltsam, aber auch recht hektisch. Man wird schnell umzingelt und kann keine Zielfixierung einsetzen, um sich auf einen Gegner zu konzentrieren. Dafür sorgen erfolgreiche Konter für ein Taumeln, sodass man einen Todeshieb ansetzen oder sie greifen und bewusstlos würgen kann. Auch als Schleicher lässt sich ein offenes Duell also noch drehen. Sehr schön ist übrigens, je nach Spielweise verändert sich der sogenannte Chaosfaktor der Welt. Denn die grassierende Blutfliegenplage wird zum Beispiel mit jeder Leiche schlimmer. Figuren reagieren zynischer auf brutale Helden und das mögliche Ende ist düsterer. Corvo und Emily besitzen etwas andere Fähigkeiten. Nur der Leibwächter kann zum Beispiel in Tiere schlüpfen, eine Rattenmeute beschwören oder die Zeit anhalten. Nur seine Tochter kann einen Doppelgänger zur Verwirrung oder gar als Killer einsetzen, sich in Schatten hüllen und zu früher Entdeckung ausweichen. Oder über Domino einem Feind etwas antun, was dann auf bis zu 4 Markierte übertragen wird. Einer bewusstlos, alle bewusstlos. Da ergeben sich je nach Figur durchaus coole Möglichkeiten und es macht Spaß, diese zu kombinieren. Und weil die für die Aufrüstung benötigten Herzen diesmal besser versteckt sind, kann man sich auch nicht so schnell zum Alleskönner entwickeln, sondern sollte sich auf einige Manöver spezialisieren. Aber unterm Strich spielen sich die beiden recht ähnlich in Akrobatik sowie Kampf, zumal sie die meisten Fähigkeiten wie das Teleportieren sowie das komplette Bewegungs-, Zubehör- und Waffenrepertoire teilen. Ein großes Lob verdient die KI. Das Verhalten der Wachen gehört trotz kleiner Aussetzer zum Besten, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Sie reagieren aufmerksam auf Sicht und Geräusche, sie schauen durch Fenster und entdecken mich dort kauernd, sie rufen Verstärkung und suchen die Gegend angenehm weitläufig ab. Sie treiben mich auch mit Würfen oder Schüssen aus der Deckung oder von erhöhten Positionen, sodass man auch über Teleports nicht so sicher ist. Man muss schon ein ordentliches Stück weit flüchten, was angesichts der angenehm weitläufigen Schauplätze auch meist möglich ist. Dieses Katz-und-Maus-Spiel macht richtig Laune. Man kann durch Schlüssellöcher spicken, mit dem Fernglas aus der Distanz ihre Gespräche belauschen und nützliche Informationen erhalten oder ganz nah ran an sie, um ihnen Geld, Waffen oder Schlüssel zu stibitzen. Es lohnt sich auch, Flaschen und Co. zur Ablenkung zu werfen oder einen Alarm an einer Uhr zu aktivieren, bevor man sich dann in einer Nische versteckt. Vor allem Leichen oder Bewusstlose sollte man verstecken, damit sie nicht entdeckt bzw. aufgeweckt werden. Die Arkane Studios bemühen sich mit einer Flut an Notizen, Audiologs, Biografien sowie innenpolitischen Reibereien darum, eine in sich plausible und interessante Spielwelt aufzubauen. Man fühlt sich in manchen Situationen an Bioshock und angesichts der vielen Texte fast an ein Rollenspiel wie Skyrim erinnert. Hier ist viel Arbeit in die Hintergründe geflossen. Und die verbreiten mit edel gezeichneten Karten, tollen Ölgemälden und skurrilen Apparaten sehr viel gediegenes Flair, sodass man das liebevoll arrangierte Interieur immer wieder gerne auf sich wirken lässt. Die deutsche Lokalisierung ist sehr gut, sowohl was die Sprecher als auch die Texte betrifft. Umso ärgerlicher ist daher, dass sich das Lesen der gut geschriebenen Briefe und Anekdoten spielerisch oftmals nicht lohnt, weil jeder noch so kleine Hinweis oder mögliche Code sofort als Hilfestichwort in Kurzform auftaucht. So entwertet man natürlich den Rätselanspruch, denn das macht das selbstständige Recherchieren oder Notieren überflüssig,
sodass man alles Gesammelte schnell wegklickt, weil die aktive Lektüre ja gar nicht nötig ist. Dafür gibt es keine Minikarte. Man muss irgendwo die Pläne eines ganzen Areals finden und kann diese dann im Inventar aufrufen. Es entsteht unterm Strich eine überaus stimmungsvolle Spielwelt. Man wird hinsichtlich der sozialen Realität zwar nicht so hineingezogen wie etwa im letzten Deus Ex mit seiner Diskriminierung, außerdem hangelt man sich in der Story doch recht vorhersehbar von Indiz zu Indiz und einige Konflikte wirken künstlich konstruiert. Das wird allerdings durch einige angenehm charismatische Antagonisten und das übersinnliche Element in Form des Outsiders wieder ausgeglichen, der aus der düsteren Parallelwelt des Nichts mit einem spricht und für erzählerische Neugier sorgt. Kanaka war einst eine schöne Stadt. Aber der große Star dieses Abenteuers ist das offene Leveldesign. Schon das Ausklamüsern der Route macht Laune. Meist führen mehrere Wege zum Ziel, nicht nur was das subtile oder brachiale Vorgehen, sondern auch die Taktik betrifft. Man kann vielleicht irgendwo abkürzen, die miesen Blitzbarrieren über die stromerzeugenden Windmühlen abschalten, falls man Kabelwerkzeug hat. Man kann Wachen belauschen oder weglocken, Schlüssel stibitzen und Tore öffnen oder als Fisch oder Ratte durch Kanäle oder Schächte infiltrieren. Es gibt also viele Möglichkeiten, seine Waffen und Fähigkeiten einzusetzen. Außerdem kommt am Ende eines Kapitels meist eine politische Komponente hinzu, denn man hat meist die Wahl, ob man bestimmte Antagonisten tötet oder im weitesten Sinne heilt bzw. verschont. Das geht so weit, dass man der einen oder anderen Fraktion den Kopf des Anführers überbringen kann, um ihre Gunst zu gewinnen. Man kann auch eine neutrale Lösung suchen. Je nach Wahl ändert sich die Machtsituation in dem Viertel und man schafft sich später Freunde oder Feinde. Dass man sich dabei gerne umschaut, weil dieses Dishonored so malerisch inszeniert wird, kennt man aus dem Vorgänger. Aber diesmal versetzen einen die Leveldesigner in mindestens 2 von 9 Kapiteln regelrecht in Staunen. Zum einen ist da das faszinierende Maschinenhaus. Man fühlt sich wie in einem architektonischen Zauberwürfel, wenn sich Flure plötzlich aufrollen oder sich ganze Boden- und Wandkonstruktionen verschieben, um den Blick auf untere Etagen oder ganz neue Zimmer freizugeben. Das wird unheimlich gut inszeniert. Das ist schon ein tolles Erlebnis, aber später gibt es in einem verfluchten Anwesen ein weiteres Highlight, das den übersinnlichen Aspekt des Abenteuers sowie das Rätselflair nochmal intensiviert. Dort darf man den sogenannten Chronowandler einsetzen, um die Zeit zu manipulieren. Auf Knopfdruck wechselt man von der traurigen Gegenwart des verfallenen Herrenhauses mit seinem irren Besitzer in die prächtige Vergangenheit, als noch alles in vollem Glanz erstrahlte und ein hochbrisanter Besuch stattfand. Dieser Wechsel zwischen den Zeiten wird taktisch umso interessanter, weil man über dem Chronowandler auch ein Fenster in die jeweils andere Zeit öffnen kann, sodass man parallel sieht, was in der anderen Zone geschieht. Will ich eine Wache in der Vergangenheit ausnocken, kann ich mich gefahrlos und punktgenau in der Gegenwart an sie heranschleichen, weil ich sie ja links sehe. Bin ich nah genug dran, wechsle ich die Zeit und schlage zu. So kann ich natürlich auch wunderbar nach einem Alarm fliehen. Außerdem ist der Wechsel für die Route wichtig, denn manchmal gibt es in der Vergangenheit geschlossene Türen, aber heute einen offenen Korridor oder umgekehrt. Dishonored 2 ist ein Genuss für Schleicher. Die Arkane Studios entführen in eine malerische Steampunk-Welt, in der man sich mit subtiler Raffinesse oder brachialer Gewalt austoben kann, was zu spürbaren Konsequenzen sowie einem anderen Ende führt. Wieder das Nichts. Es fühlt sich aber anders an.